Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Farming Simulator 17. Meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Einige von euch werden sicherlich lange auf dieses Video gewartet haben und freuen sich gerade enorm, dass sie wieder ein Farming Simulator Video auf meinem Kanal sehen. Aber ich möchte, bevor wir hier loslegen, erstmal jetzt verkünden, dass heute das Video, das ist ja die 101. Folge von der ersten Staffel, dass das heute das Abschlussvideo der ersten Staffel ist, ja, meine lieben Freunde. Die erste Staffel von Farming Simulator ist jetzt offiziell beendet, damit schon mal da alle Fragen außerhalb, ja, des Raumes stehen und geklärt sind, ja. Also die erste Staffel ist hiermit offiziell beendet, meine lieben Freunde. Aber bevor jetzt einige von euch traurig werden und sich denken, oh, jetzt hat er so lange keinen Farming Simulator mehr gebracht, jetzt lädt er ein Video hoch, wo er die Staffel beendet. Meine lieben Freunde, es geht gleich morgen um 19 Uhr mit der zweiten Staffel los. Denn ich habe von Giants das große Platinum-DLC schon im Voraus bekommen, vorab. Und ich habe schon die zweite Staffel begonnen aufzunehmen, meine lieben Freunde. Ich möchte direkt in der zweiten Staffel richtig loslegen. Und wahrscheinlich wird es sogar noch ein paar Leute geben, die mich in Farming Simulator in der zweiten Staffel begleiten und unterstützen werden. Ich hoffe, das ist natürlich kein Problem für euch, ja. Und dass das, in Ordnung geht. Ihr könnt mir ja natürlich gerne Feedback in den Kommentaren dalassen. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen kleinen Schwenker und fahren hier nochmal über Lossberg und gucken mal, was ich so zum Ende jetzt alles hier hatte. Ich war ja, ich würde jetzt sagen, nicht schlecht, aber auch nicht wirklich richtig krass weit. Aber es fing gerade an, dass es bei mir hier schon so einigermaßen lief. Und ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, dass wir jetzt sagen, okay, wir fangen eine zweite Staffel an. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ja jetzt viel erfahrener, was Farming Simulator angeht mittlerweile. Ich weiß einfach viel mehr, kann einfach viel mehr, komme viel besser klar, ne? Und ich spiele ja auch neben Farming Simulator, vielleicht ist das dem einen oder anderen noch nicht aufgefallen, den Gold Rush The Game, den Goldgräber-Simulator auf meinem Kanal, ja? Könnt ihr einfach mal gerne vorbeischauen. Das Projekt bringt es auch schon mittlerweile, glaube ich, auf über 20 Parts. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschalten. Da geht es auch ordentlich zur Sache bei Gold Rush The Game. Richtig cooles Spiel eigentlich. Also ist eine gute Abwechslung zum Farming Simulator. Ja, und hier seht ihr, hier hatte ich ja ordentlich Silage immer produziert für meine Kühe. Ich habe nämlich ja einen Milchbetrieb aufgebaut, einen größeren. Und auf der neuen Karte, oh Gott, meine Fahrkünste, sie fangen schon wieder an. Ich habe schon wieder Fahrkünste vom Allerfeinsten hier. Auf der neuen Karte wird es dann losgehen. Da kann man ja auch so Sachen wie Zuckerrohr anpflanzen und ernten und all so ein Kram. Da freue ich mich schon mega drauf. Und ich möchte auch direkt schon mal in diesem Zug erwähnen, ich werde wahrscheinlich morgen um 19 Uhr direkt im Livestream das neue DLC aufnehmen. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne einschalten. Morgen 19 Uhr. www.twitch.tv/gtimetv. Da wird es definitiv das neue DLC von Farming Simulator bei mir im Livestream geben. Also wer Bock hat, kann gerne dazu einschalten und sich das anschauen. Und dann werde ich ein paar Videos aufnehmen und vorproduzieren. Ich denke, die Farming Simulator Videos, die werde ich immer für eine Woche im Voraus produzieren. Die gehen ja immer 20 Minuten. Das heißt, bei 7 Videos sind wir bei 140 Minuten. Das ist etwas mehr oder knapp 2,5 Stunden. Ist eigentlich eine feine Sache. Da kann man schön einen Livestream machen, 2,5 Stunden einmal in der Woche. Und dann nehme ich auch noch gleichzeitig meine YouTube-Videos auf, was eine schöne Sache ist. Müssen wir schauen. Also morgen 19 Uhr wäre das der Fall, ja. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und ja, das hier war ja auch zum Abschluss noch ein Feld von mir, ne, was ich geholt hatte. Da mit einem riesigen, mit einer riesigen Erntemaschine. Wir werden ab morgen wieder bei Null anfangen müssen. Und ich denke mal, dass meine Freundin mich begleiten wird bei meinem Let's Play. Und ich möchte auch schon mal direkt am Rande erwähnen, meine lieben Freunde, ihr könnt jetzt schon vorab bei G-Portal euch euren Server mieten, ja. Ich möchte an der Stelle erwähnen, ich kriege kein Geld von G-Portal oder so. Ich habe einfach eine Partnerschaft mit denen, die sponsern alle meine Server und dafür gebe ich immer ein bisschen Feedback und versuche die Server an euch ranzubringen. Also ich bin super zufrieden mit den G-Portal-Servern. Und ich möchte einfach nur euch erwähnen oder euch sagen, bei G-Portal könnt ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr schon plant, vielleicht einen Server zu machen, günstig einen erwerben. Und die sind auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, hier haben wir dann noch den ganzen anderen Kram. Ich hatte ja doch auch irgendwo, ja genau, da. Da habe ich meine ganzen Grasballen. Ja genau, und hier sind die Wiesen, die ich ja alle gekauft hatte hier. Die gehörten ja alle mir. Ich hatte ja alles hier, hier in dem Bereich gekauft gehabt.
Ja, hier war ich schon relativ weit, also was das anging. Ich habe mir jetzt einfach überlegt für die zweite Staffel, dass ich mir da ein, zwei Leute dazu nehme, weil es, glaube ich, einfach spannender ist. Erstmal unterhält man sich viel mehr in den Aufnahmen. Es geht viel, viel besser voran, ja, weil wenn du ein, zwei Leute dabei hast, dann kannst du auch viel mehr Ecken mit deinem Betrieb beginnen und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Viel zu schnell, Kevin. Und das ist einfach alles viel, viel cooler. Wir werden natürlich auch gucken, dass wir nach und nach immer ein bisschen mehr modden und so, ne, was das angeht. Also das soll schon irgendwie hinhauen, ja, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Müssen wir mal gucken. Oh Gott, vorsichtig, Kevin, hier. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Es kann sein, dass ich die ersten Folgen natürlich alleine beginne, ne? Das kann sein. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall plane ich in der zweiten Staffel mit zwei Leuten an meiner Seite zu spielen. So wie mit Ark zum Beispiel. Da sind ja die Julia und der liebe Crabswan jetzt mit dabei, was natürlich enorm viel Spaß macht, weil man einfach auch ein bisschen Support an seiner Seite hat, was ganz gut ist. Ja, und ihr könnt mir natürlich gerne auch Anregungen, Kritik, Feedback, alles in die Kommentare schreiben. Ja, hier hinten war auch, glaube ich, der Verkauf für unseren ganzen Körner. Oder nee, hier war das Silo, ne? Hier konnte man ins Silo alles einspeichern. Was auch ziemlich geil war, weil du hast hier dann halt diese unterschiedlichen Dinger, ne? Richtig cool gemacht auf jeden Fall. Das war ja die Karte Lossberg, die ich zum Schluss gespielt hatte hier. Es ist auch gerade Dämmerung, es wird Abend und bald dunkel. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare einfach mal so eure Meinung, was ihr euch vielleicht für die zweite Staffel erhofft. Neben regelmäßigen Videos, ja, also das will ich auf jeden Fall diesmal besser machen, dass regelmäßig Videos kommen. Nur ihr seht es ja selbst, auf meinem Kanal kommt momentan verdammt viel. Ich lade momentan wirklich verdammt viel hier auf YouTube hoch und das wird jetzt in Kürze auch noch mehr werden, weil es kommt einfach so viel Zeug gerade auf einmal, das ist echt abnormal, aber ich stelle mich der Herausforderung, jeden Tag regelmäßig die Videos zu bringen und regelmäßig auch zu streamen, ja, man muss das halt nur alles, man muss nur einen schönen Workflow reinkriegen, dann klappt das Ganze auch vernünftig, müssen wir einfach mal schauen, irgendwie werde ich es schon hinbekommen, ich habe es schon immer irgendwie hinbekommen und ich erhoffe mir persönlich von der zweiten Staffel, dass sie auf jeden Fall eine Menge Spaß machen wird, dass es super, super witzig werden wird, vor allen Dingen, wenn die anderen mit dabei sind. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall lustig wird. Wir werden natürlich nicht den ganzen Tag nur Mist bauen, ne? Darum geht es nicht. Wir wollen natürlich schön legit Farming Simulator spielen, ja, das heißt also schön einen Betrieb aufbauen und Spaß haben. Oh, ey, das sieht aber echt cool aus hier. Das sind aber so kleine Dekorationen, ne? Das hat mir an der Karte besonders gut gefallen, dass sie halt so echt so so viel Liebe zum Detail hatte halt, ne? Ich meine, klar, es geht immer noch mehr, aber diese Karte hat schon echt enorm viel Liebe zum Detail drinne gehabt. Ich bin mal gespannt. Die neue Karte ist ja mega krass, also was ihr dazu sagen werdet. Und ja, und natürlich wird es auch trotzdem, wenn man dann mit mehreren Leuten ist, immer irgendwas geben, was passiert, was lustig ist halt, ne? Und da freue ich mich am meisten schon drauf. Hier sind meine ganzen Kühe, die können wir uns jetzt mal zum Abschluss anschauen, ja. Hier sind einige Kühe zustande gekommen, ja. Ja, guckt euch das mal an, ne. Wunderbar. Der Kevin hat zum Schluss hier noch richtig, richtig viele Kühe gehabt. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass die Entwickler von Farming Simulator weiterhin an dem Spiel dranbleiben. Vielleicht noch mehr solcher neuen Dinge hinzufügen, wie mit dem Zuckerrohr ernten und so. Dass einfach noch mehr dazu kommt. Fände ich eine saugeile Sache. Und ja, ich freue mich auf die zweite Staffel persönlich. Ich bin jetzt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr euch auch persönlich schon auf die zweite Staffel freut. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Eieiei, Leute. Ich weiß ja nicht. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch von euch daran erinnern, warum das hier liegt. Das war der größte Kevin-Fail auf dieser Map hier. Das war so dumm, ey. Ich weiß noch, der Tag, wo mir das hier alles reingeflogen ist, wie ich hier gesessen habe und mir gedacht habe, ach du Scheiße. Das war echt ein richtiger Kevin-Move. Also, wenn ihr nicht wisst, warum das hier drin ist, dann empfehle ich euch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, welche Folge es genau war. Müsst ihr einfach mal gucken. Ich glaube, irgendwie, ich glaube, der Titel der Folge war auch mein größter Fail oder so. Irgendwie sowas, aber das sah mal schlimmer hier aus. Das kann ich euch nur sagen. Es sah mal viel, viel schlimmer hier aus. Ich hab's hier, hier habe ich es richtig krass verkackt, um es mal so zu sagen, ja. Dann haben wir ja hier drinnen noch den Bereich, wo die Kühe rumlaufen, ja, genau. Hier mit den Putzmaschinen, auch sehr geil. Oder was auch immer das hier ist. Ich habe immer gesagt, das sieht aus wie ein Dönerspieß, der sich dreht. Aber so wie ich das gehört habe, ist das wohl für den für das Fell am Rücken oder so, damit die das dort... Oder so eine Massage oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwas hatte mir mal ein Zuschauer erzählt, ja. Hier drinnen hätte man eigentlich auch nochmal sauber machen müssen, bevor ich aufnehme. Naja,
so ist das nun mal auf dem Bauernhof, ne? Der wirft viel Arbeit ab. Man muss hier eine Menge tun. Hier gibt es immer was zu tun auf dem Bauernhof, ja? So, meine lieben Freunde, und ich hoffe, ihr seid bereit für eine zweite Staffel Farming Simulator. Und ich hoffe, dass ich euch die Angst nehmen konnte, dass es jetzt hier ganz vorbeigeht. Das ist natürlich nicht der Fall, Leute. Ab morgen 19 Uhr geht's hier ordentlich wieder zur Sache. Dann wird hier wieder ordentlich Landwirtschaft betrieben. Und ich hoffe, ihr seid gehypt drauf. Ich bin es auf jeden Fall. Nicht vergessen, 19 Uhr gibt's auch einen schönen Livestream, ja. Wenn die Folge online geht, könnt ihr sie euch in Ruhe anschauen und danach dann schön, wenn ihr möchtet, in den Livestream vorbeischnuppern. Und dann wünsche ich euch allen zusammen noch einen schönen restlichen Sonntag und hoffe, dass wir uns morgen um 19 Uhr zur Folge oder zum Livestream sehen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.